Liebe Höfloverinnen, liebe Höflover, seit 0 Uhr haben wir es. Ein Kontaktverbot. Wer hätte je gedacht, dass es so etwas in Deutschland, in unserem Staate der Freiheit, gibt? Das Grundgesetz schützt uns, das Grundgesetz schützt unsere Rechte und normalerweise können wir uns frei entfalten, frei bewegen im Rahmen der Gesetze. Doch die besonderen Umstände lassen es nicht anders zu, als dass wir ganz, ganz neue Wege gehen müssen, um diesen Virus, diese Pandemie zu unterbinden. Kontaktverbot. Was heißt dies? Was heißt dies für Sie? Was heißt dies für uns alle in den nächsten Wochen? Zunächst einmal das Positive: Der Lebensmitteleinzelhandel, er bleibt geöffnet. Halten Sie dort möglichst Abstand zu Ihrem Nebenmann. 1,50 Meter ist so die Leitlinie, damit der Virus nicht vom einen zum anderen überspringt. Natürlich haben nach wie vor die Apotheken und auch die Drogerien geöffnet. Die Tankstellen stehen bereit und die Banken und Sparkassen sind ebenfalls weiterhin für Sie da. Darüber hinaus dürfen natürlich auch die Handwerker weiter ihren Beruf ausüben. Auch hier gilt, möglichst 1,50 Meter Abstand zu halten. Aber es ist wichtig, dass das Handwerk weitergeht. Auch wir in Höfloff werden unsere Bautätigkeiten nicht einschränken, sondern wir werden weiterarbeiten an den Projekten, die wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben. Sichtbar zurzeit ja unter anderem an der Sennestraße, an der Buswindeschleife vor der Kolbachschule und natürlich jetzt auch in der nächsten Zeit auf dem Hövelmarktplatz, den wir ja für Sie erneuern möchten. Eingeschränkt im Handwerk ist allerdings jetzt die Tätigkeit als Kosmetikerin oder Kosmetiker. Der Friseurbereich und auch Massagen sind nicht mehr erlaubt, da man zu sehr, zu nah an den anderen heranrückt. Was haben wir noch neu? Floristik ist jetzt wieder erlaubt. Das heißt, wir können wieder Blumen kaufen, auch hier mit dem notwendigen Abstand. Und die Gastronomie. Auch hier gibt es Änderungen. Ab sofort sind Restaurants komplett zu schließen. Kneipen waren ja schon nicht mehr geöffnet. Doch was ist neu? Sie können die Speisen jetzt auch dort abholen. Bisher war ja nur noch Lieferservice möglich in Höfloff. Nun können Sie auch Ihre Speisen direkt an der Gastronomie abholen. Allerdings auch hier muss geregelt werden, dass Sie nicht zu nah aufeinander treffen. 1,50 Meter, auch hier die Leitlinie. Und Sie dürfen 50 Meter um die Gastronomie Ihre Speisen nicht verzehren. Also abholen, mit nach Hause nehmen und dort dann verspeisen. Wichtig, nutzen Sie weiterhin unsere heimische Gastronomie, damit sie auch nach wie vor gerne Ihnen Ihre Speisen kredenzen kann. Ja, und dann kommt es, dieses Kontaktverbot. Was heißt das im Einzelnen? Zunächst einmal steht dort deutlich Kontaktverbot in der Öffentlichkeit. Das heißt, was in Ihren vier Wänden passiert, werden wir nicht kontrollieren, wollen wir nicht kontrollieren. Das ist nach wie vor Ihre Sache. Bitte verzichten Sie allerdings auf Partys, auf Geburtstagsfeiern und dergleichen, sondern bleiben Sie tatsächlich in Ihrem Kreise der Familie. In der Öffentlichkeit dürfen Sie nur noch zu zweit gehen, also mit einem weiteren, der nicht mit Ihnen verwandt ist, oder mit Ihnen in gerader Linie Verwandte. Und was ist das, gerade Linie Verwandt? Das heißt, von oben nach unten, ich darf mich treffen mit meinen Großeltern, mit meinen Eltern, natürlich mit meinen Kindern und mit meinen Enkelkindern. Das ist die gerade Linie, die sich weiterhin in der Öffentlichkeit treffen darf. Mit wem darf ich mich noch treffen? Natürlich mit meinem Ehepartner oder mit meinem Lebenspartner oder mit denjenigen, die mit mir in häuslicher Gemeinschaft leben. Mit wem darf ich noch in der Öffentlichkeit erscheinen? Mit Minderjährigen, die ich betreue, oder mit jemandem, der gehbehindert ist, dem ich helfe, im Rollstuhl beispielsweise durch Höfloff zu schieben, um ihm ein wenig frische Luft zu gönnen. Ich darf mich auch treffen bei Versammlungen oder Veranstaltungen dienstlicher Art, wenn es darum geht, irgendwelche Meetings durchzuführen. Dort dürfen auch mehr als zwei Personen aufeinandertreffen. Und natürlich, was nach wie vor erlaubt ist, der öffentliche Nahverkehr, Bahn und Bus. Auch hier ist es natürlich unabdingbar, dass man auch in größerer Zahl aufeinander trifft. Aber versuchen Sie auch hier möglichst Abstand zu halten,
möglichst sich zu desinfizieren im Nachhinein, um das Kontaktrisiko möglichst zu vermeiden. Ja, meine Damen und Herren, das sind gravierende Einschnitte für unser Leben und wir als Gemeinde, wir als Ordnungsbehörde sind beauftragt, auch dies nun zu kontrollieren, zu überwachen. Wir sind unterwegs mit unserem Ordnungsamt, mit einem zusätzlichen Sicherheitsdienst, um tatsächlich Ausschau zu halten, damit die Regelungen, die jetzt auch neu bei uns eingeführt worden sind, zu kontrollieren. Kommen Sie daher auch unseren Mitarbeitern entgegen und lassen Sie es erst gar nicht zu solchen Dingen kommen. Gemeinsam werden wir sicherlich jetzt diese Zeit durchstehen. Wenn wir uns alle dran halten, wird es auch hoffentlich schnell wieder vorbei sein, diese Zeit. Und lassen Sie uns ein wenig reflektieren. Lassen Sie uns ganz bewusst auch im Anschluss daran sagen, es ist schön, dass wir normalerweise in Freiheit leben dürfen, dass wir uns tatsächlich überall austoben können, wie wir möchten. Und in dieser Zeit wird uns das vielleicht nochmal ganz, ganz besonders bewusst. Ich wünsche Ihnen daher viel, viel Gesundheit in den nächsten Tagen, dass das Virus nicht weiter auf Höfloff überspringt, dass es nicht weiter auf uns überspringt und dass wir von der großen Pandemie weitestgehend hier verschont bleiben. Mein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle all denjenigen, die ihren Dienst in der Gesellschaft tun, all denjenigen, die jetzt auch bei der Corona-Hilfe dabei sind, um den Menschen zu helfen, die vielleicht nicht mehr alleine auf die Straße gehen können, die nicht alleine einkaufen gehen können, die vielleicht auch Unterstützung haben möchten in handwerklichen Tätigkeiten. Mein Dank gilt all denjenigen, die tagtäglich sich jetzt auch nach wie vor in der Öffentlichkeit präsentieren, zum Beispiel den Verkäuferinnen und Verkäufern, den Busfahrerinnen und Busfahrern oder denjenigen, die in den ärztlichen Praxen dafür Sorge tragen, dass sie eine gute medizinische Versorgung bekommen. Möge das große Problem weitestgehend an uns vorbeigehen. Gemeinsam schaffen wir es. Ein herzliches Dankeschön für Ihr Verständnis in dieser Zeit.